Boah, ist der gewachsen? Oder bin ich kleiner geworden? Mario, ich habe ja jetzt echt keine Zeit für dich übrig. Ich habe nämlich meine Hochzeit zu planen. Hast du auch nur die leiseste Ahnung, wie stressig sowas ist? Und da ist die Prinzessin Peach. Oh Gott, warum hat die so Piranha-Kranz? Ja, genau, ich muss mich jetzt mit deinem Hut boxen, oder was? Ja, typisch, ja, typisch Bowser Zwischenbattle hier. Okay. Oh mein Gott, nimm dies! Okay, der Boss hat was. Okay. Okay, ich hätte mich auf den Einhut konzentrieren sollen. Ja, ich glaube, das ist besser. Moment. Den ersten weiche ich aus und dann nehme ich den zweiten und dann hüpfe ich rein. Hast du doch alle Schrauben locker? Nein, 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 nein. Bam! Perfekt! Ne, noch nicht. Einmal müssen wir noch. Einmal müssen wir noch, Cappy. Cappy ist dein Name. Macht nichts. Ich will. Oh, ey, okay, du musst dann. Okay, ein paar müssen wir ausweichen, das geht aber. Auch die dritte Phase ist machbar. Ja, perfekt. So. Komm her. So. Bitte was? Ach, die kann man so kaputt machen. Hä, was muss ich da machen? Den Schwanz kann ich ja nicht schlagen. Okay, die dritte Phase verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was muss ich machen? Der holt da mit dem Schwanz aus. Den Schwanz kann ich nicht schlagen, kann ich gar nichts mitmachen. Was muss ich da machen? Also die letzte Phase habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Nein, bin ich gestorben, okay. Also die letzte Phase habe ich jetzt nicht verstanden. Der Rest schon, der Rest war eindeutig. Aber mit dem Schwanz halt noch nicht. Aber das ist ja auch relativ einfach. Ja, okay. Zack, bam. Das ist nicht schwer. Okay, die dritte Phase. Muss man irgendwas anderes machen. Ja. Den ersten ignoriere ich. Ne, den dritten. Ne, den zweiten ignoriere ich. So. Das ist auch nicht schwer. Weil er setzt ja auch noch kein Schutzschild ein. Perfekt! Wo ist der da? Komm her! Kommt einfach nicht her, ey. Der Hut, ey. Der war feige. Wo ist der? Wo ist der? Da war er. So. Jetzt, wie geht das? Okay, man musste über den Schwanz springen. Ja, okay, dann war das Timing entscheidend.
So, jetzt komm, Prinzessin, komm runter da. Feuer, nee, bitte nicht. Das weiß ich eigentlich doch immer, mit wem ich es zu tun habe, oder? Verlorenes Land, Island Toxico. Oh, und mein Schiff ist kaputt. Und mein Schiff ist kaputt. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh nein, die Odyssee ist fürchterlich zugerichtet. Wir brauchen Powermonde, um sie wieder auf Vordermann zu bringen. An die Arbeit. Super. Super. Und wem haben wir das zu verdanken? Boah, sie ist Beschädigung, Flug und Weg. Wir brauchen Monde, um sie wieder in Gang zu bringen. Noch 10 Monde. Okay, wo sind wir hier? Interessante Welt. Von wegen Cityland. Das war, ja, ein Schuss ins Blaue, würde ich mal meinen. Alter, wir brauchen 10 Monde. Die Welt sieht komisch aus. Oh Gott, Gift. Okay, da dürfen wir auf keinen Fall rein. Ein Papagei. Was? Och, nenn ich sowas. Oh mein Gott, sowas haben sie natürlich auch wieder eingebaut. Oh, klar. Ja, genau. Das ist auch in jedem Mario-Teil, oder? Dass der immer mal die Mütze verliert. Hilfe! Also, ich kenn's nicht mehr anders. Also, mich jetzt gewundert, wenn die sowas nicht eingebaut hätten. Oh, ich darf nicht auf dich draufspringen. Oh, nur pro... Also echt gerade nur pro... Das ist ein Mond. Versteckt. Unter dem Klippenrand. So, wir haben jetzt mehrere Aufgaben eigentlich zu bewältigen. War das jetzt so clever? Ja, ich komme hier wieder raus. Okay. Von dem her halb so schlimm. Aber erstmal diesen blöden Geier dahinter, ja. Nee, das schafft der Mario leider nicht. Per Wandsprung komme ich da auch nicht hin. Moment. Aber so komme ich da hin. So, Checkpoint. Ja, natürlich. Kannst du ihn nicht irgendwie von unten angreifen? Okay, du willst, dass ich ihn von... Du willst, dass ich ihn von unten angreife. Nebenbei nimm mir mal ein paar andere Monde mit, ne? Im Steinkäfig. Der will, dass ich ihn von unten angreife. Du hast wieder mal Bedingungen an mich, ey. Ah, so war das auch hier schon vorgesehen. Okay. Ich muss ihn irgendwie von unten attackieren. Tja, wie ist die Frage? Mm-mm. Ich muss... Ja, aber wie von unten? Der fliegt sofort weg.
Aber auf jeden Fall brauche ich ihn. Weil ich kann es hier nur jedes Mal wechseln, aber davon habe ich ja nichts. Doch. Ach, so war das so war das gemeint. Puh, danke für die Rettung. Das eben war so gar nicht lustig. Ich hoffe, es bleibt bei diesem einen Mal. Naja, egal. Lass uns Monde suchen. Ich glaube nicht, dass es dabei bleibt. Kann man euch... Okay. Alles klar. Das war irgendwie vorhersehbar, dass das so geplant war. Geile Fähigkeit, echt. Das sind die Entwickler, aber denen die Ideen auch wirklich nicht ausgegangen, ne? Kannst du springen? Nur so, okay. Auf einer Propellersäure. Säule. Halt. Die Musik erinnert mich an irgendwas. Damit die Monde hier ein... oder was das Blätter einsammeln kann. Kann auch um Kurven gehen, okay. Alter! Bleib hier, bleib hier. Ja, perfekt. Kann ich euch auch übernehmen? Der macht Bumm automatisch, okay. Ah. Ah, der geht auf mich zu. Okay. Verstanden, das Prinzip. Das muss man erstmal verstehen. Okay, machen wir das so. Boah, von Herz doch immer. Okay, ich habe keinen Schaden davon getragen. Wundert mich jetzt. Scheiße, das war zu früh. Das war perfekt. Da habe ich mir es auch leichter gemacht. Als davor. Hier ist ein Mond versteckt. Ja, her damit! Auf dem Weg zum Gipfel, richtig. Wir wollen zum Gipfel. Keine Ahnung warum, aber wir wollen zum Gipfel. Das ist doch einfach, da brauche ich kein Schild. Runde. Nein, 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 nein. Oh, sowas muss man ja auch natürlich mal wieder einbauen. Ein Toad. Ein Shop. Eine Mistflüge. Okay. Ich will mit dir noch nichts zu tun haben. Segel, Segel, Segelflug. Hier ist ein Shop.